Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier geht es um das Kommutativgesetz, und zwar wenn wir Kommazahlen haben. Ich rechne dir gleich Beispiele vor und erkläre das Ganze, und am Ende vom Video solltest du verstehen, wie man hier das Kommutativgesetz einsetzt. Damit du alles verstehst, bleib bitte auch bis zum Ende dran. Ich heiße Dennis. In meinen Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Webseite guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. So, zum Kommutativgesetz, da gibt es zwei Gleichungen. Einmal für die Addition und einmal für die Multiplikation. Dazu komme ich gleich noch. Also für die Addition a plus b ist gleich b plus a. Das heißt, in welcher Reihenfolge die Zahlen bei der Addition stehen, spielt keine Rolle. Das Ergebnis ist immer gleich. Also 1,2 zum Beispiel plus 3,4. Also a ist 1,2 und b ist 3,4. Das ist dasselbe wie umgedreht. 3,4 plus 1,2. Also 1,2 plus 3,4 ist dasselbe wie 3,4 plus 1,2. Und zwar, weil wir in beiden Fällen 4,6 rausbekommen. Also 1,2 plus 3,4 ist 4,6 und 3,4 plus 1,2, das ist auch 4,6. Also die Reihenfolge der Zahlen spielt keine Rolle. Das Ganze gilt auch für die Multiplikation, also a mal b ist dasselbe wie b mal a vom Ergebnis her. Also wenn a 1,2 ist und b 3,4, dann kann man das Ganze auch rumdrehen, 3,4 mal 1,2. Und in beiden Fällen kommt 4,08 dabei heraus. Du möchtest das Kommutativgesetz noch besser verstehen? Dann schau mal unter dieses Video, dort findest du Übungsaufgaben mit Lösungen. Mach die einmal selbst, dann wirst du fitter in dem Thema. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn dieses Video noch mehr Menschen sehen würden. Lass also bitte einen Daumen hoch oder ein Abo da, und du kannst das Video auch gerne in sozialen Medien verbreiten.